ihr ganz einfach und schnell in eurer HTML-Website Icons einbindet mit Font Awesome, zeige ich euch in diesem Tutorial. Wenn ihr in eurer Website Icons haben wollt, dann kommt ihr um eine Icon-Font nicht wirklich herum. Natürlich, ihr könnt die Billo-Variante mit PNGs nutzen, aber das ist absolut nicht zeitgemäß und deshalb müsst ihr auf so eine Icon-Font zurückgreifen. Eine sehr bekannte ist Font Awesome und wie ihr die nutzt, das zeige ich euch heute. Als erstes öffnen wir unseren Browser und gehen auf die Seite, die auch unten in der Beschreibung ist, und zwar auf fontawesome.com. Und wir sehen hier direkt schon eine sehr schöne Seite, ist auch relativ neu in der 5. Generation jetzt und wie wir das jetzt benutzen, ist auch relativ easy. Kurze Erklärung, Font Awesome bietet euch die Möglichkeit, solche Icons bei euch auf der Website ganz easy per CSS oder JS einzubinden und damit dann auch als normalen Text zu formatieren. Das heißt, ihr habt keine lästigen Bilder oder so, die ihr hochladen müsst. Ihr könnt euch auch komplett von GIF-Loadern verabschieden. Ihr habt eine schöne, responsive, dynamische und skalierbare Font hier mit Vector-Icons, die eure Website auf jeden Fall aufwertet. Und die Benutzung ist auch easy peasy, man muss nicht wirklich viel verstehen, sondern einfach nur copy-pasten und dann läuft das ganze Ding auch von alleine. Also wir fangen an, indem wir hier oben auf Get Started drücken, weil da werden wir zu einer Anleitung geführt, wie wir Font Awesome einbinden. Wir müssen das ja irgendwie verknüpfen mit unserer Website und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können einmal die SVG mit JS-Variante, also mit JavaScript, das einbinden. Wir können es einmal auf die klassische Art mit CSS einbinden als Webfont. Wir können das auch als Desktop, also auf unserem Desktop nutzen. Und ja, das sind so die gängigen Möglichkeiten. Aktuell ist momentan die SVG-Variante mit JavaScript, aber natürlich könnt ihr auch die CSS-Variante nutzen. Das ist eigentlich wurscht. Ich nehme jetzt einfach mal die SVG-Variante mit JavaScript und wenn wir hier runter scrollen, sehen wir schon, wir können einfach hier den Skript kopieren oder hier bei dem CSS halt das Stylesheet kopieren und dann in unserer Headtag bei unserer HTML-Seite einfügen. Wir nutzen das CDN von Font Awesome, das heißt, wir müssen nichts selber hosten, sondern greifen einfach nur drauf zu. Ich nehme jetzt einfach mal hier das SVG-Ding bzw. den JavaScript und gehe jetzt hier mal in meine HTML-Datei rein. Ich habe das jetzt hier einfach online mal aufgesetzt und diese müssen wir zwischen unseren Headtag posten. Also das heißt, es wird quasi am Anfang der Seite geladen und das wollen wir, damit unsere Icons auch vollständig angezeigt werden. Das heißt, wir posten das jetzt einfach hier ganz easy rein und im Grunde haben wir jetzt eigentlich schon alles getan. Jetzt können wir anfangen, unsere Icons wirklich einzusetzen. Da gehen wir als erstes mal How to Use und sehen hier eine riesige Dokumentation, wie wir unsere Icons benutzen und wie das alles funktioniert. Da gibt es sau viele Sachen, die wir machen können. Wir können zum Beispiel unsere Icons animieren, wir können unsere Icons formatieren, ganz normal mit CSS oder direkt hier im Framework von Font Awesome. Wenn wir zum Beispiel das hier mal als Beispiel kopieren, in unser HTML-Dokument reingehen und das jetzt in unserem Body posten und uns das jetzt mal ausführen lassen, sehen wir direkt schon, hier ist unser Symbol, das ist ein Kamerasymbol, wir haben es hier mit normalen CSS formatiert, halt im Div gepackt in einem Style-Tag, wir haben einmal die Farbe Tomato und die Font Size 3 und alles wird direkt hier drauf angewandt. Natürlich könnt ihr es auch in eurem CSS selber formatieren, also wenn ihr irgendein CSS verlinkt habt, dann könnt ihr den Div mit einer Klasse ganz normal auch formatieren. Und natürlich könnt ihr auch kleine Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, wenn wir dahinter jetzt FRSpin schreiben, dann dreht sich das Ganze noch und wir haben ganz viele Attribute, die wir dazu ansetzen können. Das findet ihr alles hier in dieser Dokumentation, könnt ihr euch ruhig durchlesen, ist sehr schön gemacht. Auch hier direkt Größensachen, direkt aus dem Framework von Font Awesome. So, aber wenn wir uns die Icons an sich mal anschauen wollen, weil das ist, darum geht's ja, wir haben es ja jetzt eingebunden, aber wir wollen ja mal gucken, was gibt es hier überhaupt. Das sind sehr, sehr viele. Leider sind auch viele dafür nur in der Pro-Variante verfügbar, das heißt, ihr müsst dafür Geld zahlen, aber es gibt auch viele, die free verfügbar sind und dafür klicken wir einfach hier auf free und haben 900 Icons, die trotzdem free sind und die wir einfach so nutzen können. Zum Beispiel schauen wir uns jetzt mal irgendeins an, hier zum Beispiel Amazon als Logo. Wenn wir hier drauf gehen, sehen wir direkt auch schon, wie Amazon wie das Logo formatiert werden kann. Also wir haben hier unterschiedliche Größen, wir haben unterschiedliche Hintergründe, damit man sich ein Bild machen kann, wie das zum Beispiel in einer Navigation aussieht, wie das in einem Button aussieht, wie das hier als Opener für so ein Zitat oder so aussieht. Also wir haben hier unterschiedliche Sachen und können uns das hier anschauen, aber für uns interessant ist hier unser kleiner Italic Tag, also den Italic, also Kursiv Tag, missbraucht man quasi für die Icons und können wir hier auch ganz easy peasy kopieren und bei uns einfügen und dann läuft der Hase auch von alleine. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unser Amazon einbinden, dann bleibt
unter Amazon jetzt hier und nimmt natürlich die Style-Attribute vom Div an. Das geht natürlich mit anderen Sachen auch, also wenn wir jetzt hier mal zurückgehen und auf irgendwas anderes gehen, seht ihr auch, dass es unterschiedliche Arten gibt. Wir haben hier einmal Solid, wir haben einmal Regular und einmal Light. Manche Sachen sind nur in den Pro-Versionen verfügbar, manche könnt ihr auch so nutzen, das ist je nach Icon unterschiedlich und habt dann hier unten auch den jeweiligen Code, den ihr wieder bei euch einfügen könnt. Und wie schon gesagt, ihr könnt das formatieren, wie ihr wollt, das ist ganz einfach und ganz schnell und natürlich haben wir hier auch Kategorien, also wenn ihr was Besonderes sucht, oder hier oben könnt ihr auch eingeben, um die Icons zu durchsuchen. Und so einfach geht das und so schnell geht das, wie schon gesagt, ihr könnt das komplett formatieren, wie ihr wollt. Es wird eingebunden, ihr habt ein schönes Icon und ja, so einfach ist das und so schnell kriegt ihr schöne Icons in eure Seite rein. Ganz easy, ganz peasy, ganz lemon squeezy oder so ähnlich. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann auch. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder, immer um 16 Uhr neues Tutorial auf diesem Kanal. Macht's gut, bis dahin, ciao.